Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Getty New Horizon. In der heutigen Folge wollen wir weitermachen mit Steve Cards, denn wir möchten jetzt dann so schnell wie möglich uns den Card bauen. Das dauert eine Zeit lang. Also das heißt, wir brauchen noch ein Engine, also das Ding da. Ich brauche noch mal eine Storage. Ich brauche auf jeden Fall einen Woodcutter. More Tree Types weiß ich nicht, ob ich hinkriege. Wir bräuchten noch die zwei und den Detector Rail. Wird sich alles zeigen. So, ich habe da schon mal was vorbereitet. Genau, ich habe nämlich schon mal die Huge Chest Paints gemacht. Das habe ich euch gezeigt, wie man das beim letzten Mal. Dann habe ich die Front Chest. Und dann habe ich hier noch das Internal Storage. So, das müsst gleich Klingling machen. Sehr schön. Geht auch gleich gut los. Und wir haben die More Storage. Und die More Storage kommen auch gleich sozusagen an den Card Assembler dran. Dann heißt es, wir haben schon mal auf jeden Fall Kisten. Ob das so bleibt, werden wir noch sehen. So, dann habe ich schon mal 5 Cobalt Brass Gears einstecken. Weil, wie gesagt, wenn ich das nicht vorbereitet hätte, da bezweifle ich, dass man es schafft. Ihr seht auch gerade einen Prophet hier rumrennen. Der baut mir auch schon teilweise Sachen vor. Dass wir überhaupt eine Chance haben, das zu packen. So, genau. Dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Die schmeißen wir jetzt nochmal rein. Dann haben wir 5 Sawblades. So, das ist nämlich das Basic Woodcutter Modul. So, und jetzt brauchen wir Simple PCBs. Und zwar, ich brauche dafür 2. Dafür brauche ich einen, sind es 3. Und für die Engine brauche ich keinen. Okay, das heißt, ich brauche nochmal 3 Stück. Das ist schon mal das, was wir auf jeden Fall machen. Dafür brauche ich jetzt 4 Circuits, 4 Woodboards. 4 Circuits, dann Woodboards, 4 Stück. Und ich brauche Goldwire. Machen wir mal auf jeden Fall 16 Stück. Und ja, bei uns wird hier gerade Material durchgeprügelt wie nochmal was, weil wir Sachen jetzt brauchen, damit wir überhaupt weiterkommen. Ja. So, das Schlimme ist jetzt, wir brauchen immer, glaube ich, 8 Stück, ne? Und ich brauche Molten Soldering Alloy. Haben wir da noch was? Jawohl. 2 Stück müssten reichen. Gehen wir mal rüber. Da haben wir nämlich nichts drin. Da kommt... Circuits, dat. Und der Zweier rein, genau. So, und das da, das da. Dann läuft der schon mal und ich kann mal gucken, ob er das weitere Goldkabel fertig hat. Und ich weiß, ich höre mich langsam an wie eine kaputte Schaltplattenspieler, aber wir brauchen unbedingt die anderen 2 Gebäude. Die werden jetzt langsam so wichtig. Beziehungsweise jetzt fangen sogar an, schon die nächsten Gebäude wichtig zu werden, weil Wire das andere Zeug wird jetzt halt auch immer wichtiger. Und vor allem, es wird auch wichtiger, die Stromversorgung. Also ich hoffe, dass wir das da alles noch sauber hinkriegen. So, das heißt, wir haben jetzt das da. Das heißt, ich brauche einen Motor.
Den klaue ich mir gleich mal raus. Haben wir mal 3. So, schauen wir mal hier hin. Jetzt hier die Oak-Saplinge. So, 8 Stück. Reicht das? War das jetzt einfach nur 8 Zepplinge und ein Simple PCB? Ja, Wood Cutting Core. So, und jetzt brauchen wir die 5 Blades. Du kommst dahin. Haben wir jetzt einen Basic Wood Cutter. Dann haben wir schon mal ein Tool drin. Also bis jetzt braucht er schon mal 15 Minuten. Jetzt wisst ihr auch, warum das jetzt gerade das so wichtig ist, dass ich ihn jetzt baue. More Tree Types. Tree Exotic. Dafür bräuchte ich einen Assembler. Und ich brauche eine Empty Disk. Und für eine Empty Disk brauche ich Polyethylen Sheets. 2, 4, 6 Stück und Redstone Plate. Redstone Plate. Hoffe ich mal, dass das so funktioniert. Dann ab zum Cutter. Und der braucht es natürlich ewig, ist klar. So, Polyethylen Sheets. Habe ich die, glaube ich, in irgendeinem Rucksack. Habe ich da, glaube ich, welche drin? Genau. So, das heißt, sie braucht davon 7 Stück. Ja, jetzt müssen wir halt warten, bis der Cutter die Blöcke geschnitten hat. Ja, okay, aber so langsam ist er dann auch nicht. Ja, 42 Sekunden braucht es. Es kommt einem jedes Mal so ewig vor, ne? Das sah ich aber auch jedes Mal. So, Redstone Plate. Baue ich nämlich erstmal den Exotic. Weil, wie gesagt, dass der auch normale Bäume macht, ist keine Kunst. Ach so, nee, ja. Und du kommst da rein, dann habe ich eine Empty Disk. Und dann muss das, glaube ich, in den Assembler rein. Da werde ich dazu noch bestimmt was brauchen, das will ich nicht haben. Ach nee, da brauche ich einen Advanced PCB. Also. Der kostet mich, oder Soldering, 2 Stück davon, 16 Elektrum, Good Circuit Board. Okay, das heißt, ich brauche davon 2. Fine Gold Wire habe ich auch und Circuits 2. Und Soldering. Haben wir gleich 4 mit. Lieber zu viel dabei als zu wenig. So, das heißt jetzt du und du.
Ach nee, keine Motoren. Bin ich witzig oder was? Ja, bin ich. Ganz witzig. Total die Oldnudel. Okay, also, dann heißt es jetzt, das muss raus. Das muss rein. Dann brauche ich jetzt noch ein Electrum Wire, 16 Stück und ein Board der nächsten Stufe. Ein Board der nächsten Stufe habe ich. Was haben wir gesagt? 16, ne? Ja, dum, dum, da, da. Hätte gerne jetzt langsam auch von den anderen Maschinen alles in MV, also für die Einzelproduktion. So, jetzt haben wir gleich 16. Und nochmal durch. So, dann haben wir auf jeden Fall das mit dem Tree. Gott, die Kiste wird auch immer voller hier. Ich frage mich hier langsam. Acht Stück haben wir, 16 brauchen wir. In der Zeit, wo ich das noch laufen lasse, kann ich mir ja gleich den Motor anschauen. Das habe ich schon einstecken. Eine Stahlschraube, ich brauche Steel Casings, das ist auch kein Ding. Der Iron Furnace. Der Iron Furnace sind 5 Eisenplatten und ein Ofen. Ist die Frage der Ofen. Das sind 8 Steine und die 8. Acht Steine dürften aber irgendwo hier in der Region fliegen, glaube ich. Erstmal in die Kisten gucken. Nix drin. 8 Steine und die 8. Der Ofen läuft. Die 5 Platten sind auch fertig. Okay, mal jetzt gleich draußen. Ja, 5 und du. So, ein Eisenofen. Und jetzt brauche ich Stahl. Raus. Hier rein. Haben wir 2. Muss ich noch hoffen, dass ich die Stahlschraube habe. So. Hier ist Screw. So, du kommst dahin, du kommst dahin. Dann warst du da. Zwei Motoren, 2 Pisten und einen Schraubendreher. Perfekt.
So, wir haben das nächste. Wie gesagt, das soll mit Kohle fahren. Das reicht mir schon mal. Also er fährt jetzt mit Kohle. Was er machen soll, das haben wir noch nicht ganz. Gehen wir zum Assembler rüber. So, das heißt jetzt, du kommst da rein. Du kommst da rein. Und dann läuft der. Dann haben wir jetzt ein Advanced. Dann sind wir schon mal glücklich. Und wir hauen gleich mal wieder wegen Oxy rein. Das muss dann auch weiterlaufen hier. Ein Exotic. Ah, okay. Das ist dann ein Add-on. Das heißt, dann brauchen wir noch den Basic. So, das heißt ja, das, was ich gesagt habe, die Front Chest muss dann weg. Das ist das, was wir haben. Das ist das auch, was wir haben. Das heißt, wir haben eine Engine. Wir wissen, was er abräumen soll. Upgrade Integrated Infinity Reactor. Was bist du? Ja, Extreme Crafting. Ist klar. Sofort. Machen wir gleich. Auf der Stelle. So, das heißt jetzt aber, wir haben jetzt hier alles drin. Was mir jetzt auf jeden Fall einfällt. Wir haben den Woodcutter drin, wir haben das Add-on drin, dass er auch exotische Trees machen kann. Wir haben die ganzen Chests drin. Und jetzt schauen wir mal, ob er Coke Coal nimmt. Und mit meinem Glück macht er das damit nicht. Das heißt, wenn wir Kohle brauchen und ich habe keine, dann habe ich ein Problem. Weil wir haben ja die ganze Kohle, die wo wir verwendet haben, sofort verarbeitet. Das ist natürlich total super gelaufen. So, jetzt schauen wir mal, ob wir Kohlerz da haben. Ja, haben wir. Kohlohr. Das heißt, ich muss jetzt ganz schnell schauen, dass ich das da durchhau. Weil sonst brauchen wir nur noch 300 Jahre. Ganz toll. Okay. Wow. Also Coal Ore haben wir ein bisschen was.
Da haben wir Glück und wir haben das nächste auch noch ein bisschen was. Und das muss jetzt in die Sifting. Da muss ich jetzt hoffen, dass die Sifting-Maschine schneller ist, als der andere das zum Verbrennen braucht. Es ist halt schade, dass der halt nicht mit den anderen Mods zusammenarbeitet. Also vermute ich jetzt. Kann natürlich auch sein, dass ich total blem bin und das ganz anders funktioniert, aber auch wenn der schon ewig her ist, aber ich glaube, das war so. Ja, 4 Kohle haben wir. Jawohl. Und jetzt läuft runter. Wie lange braucht er noch? 30 Sekunden, also noch 5. Hoffentlich dann nochmal 4. Ah, nur 3. Okay. Ja, geht halt nicht anders. Ja, dann lassen wir den jetzt mal laufen. So, das heißt, wir kümmern uns jetzt als nächstes um den Further Automate Automation. Dafür brauche ich nochmal 2 Simple und 2 Convoyer. 2 Simple waren Simple. Okay. Soldering habe ich noch einstecken. Du. Diesmal bitte nicht rausschmeißen. Okay, so. Jetzt brauche ich bitte als nächstes nochmal Large Dynamic Paints. Das heißt, ich brauche jetzt mal 8 Redstone. Dass ich die flüssig kriege, dass ich die da reinkriege. Ah, genau. Ha! So, du kommst rein. Dann brauche ich meine Pistole. Oder meine Handpump. So, mach mal leer. Mach mal rein. So. Habe ich Large. Davon brauche ich 2. Heißt, jetzt brauche ich nochmal 4. Dann habe ich sozusagen den vierten Large fertig. Weil ich brauche, soweit ich das jetzt das doch im Kopf habe, Huge, ne? Genau. So, die 2 habe ich. Das heißt jetzt, ich brauche Zinnkabel. Bisschen Stahl haben wir auch. Brauche ich zweimal Poly.
11? Achso. Nee, kann ich gehen, wenn was drin liegt. Da hast du vollkommen recht. Spiel. So, dann brauche ich jetzt zwei Konvoier. Heißt, du kommst dahin. Die zwei Konvoier kommen dahin. Das war da. Das war da. Und die zwei waren da. Und du kommst da und wir haben einen External Distributor. Das wird total witzig. Okay. Das heißt, wir haben jetzt auch das. Jetzt brauchen wir nur noch das, und zwar ein Advanced Detector Rail. Dafür brauchen wir einen Detector Track. Detector Any. Oh Gott. So. Das heißt, ich brauche 4 Steine. Haben wir ein Minecart? Ich gehe mal schnell. Und wirklich schnell. Zu meiner. Bitte nach da, Ding sortieren. Zu meiner Lagermauer. Was brauche ich jetzt genau? Okay. Also haben wir leider gar nichts da. Muss mal gucken, nochmal habe ich Red Alloy da. Dafür brauche ich 3 Platten. Nein, ich brauche 6 Platten. Die ersten 3 machen wir da, die anderen 3 machen wir da. Geht schneller. Lieber 2 arbeiten lassen. So, dann brauchen wir jetzt als nächstes noch. Ja. Jetzt gehe ich doch nochmal nach vorne. Ich bin mir doch fast sicher, dass ich sowas hatte. Ich habe da auch eine Rolling Machine gehabt, wo ich das ganze Zeug hier. Haben wir das schon nach hinten geräumt? Bezweifle ich ganz groß. Also wir schauen jetzt nochmal. So, Standard-Track, das sind. Aus Stahlrods, mit dem 6er kriege ich 4 raus. Rough Iron Rods kriege ich 6, ja. Hat der gewonnen. So, Rough.
So, Pipes sind was, was sofort aufgeräumt hat. So, habe ich ein sechster Circuit da? Schauen wir mal, ob ich hier einen habe. Hier der Achter. Egal. Vor allem dadurch, dass Sebo so voll fleißig war, haben wir jetzt ein paar LV-Circuits. Erreicht es dann hoffentlich. Ja, sechser Bending. So, 5 Standard Rails. Wie viel brauche ich? 2. So, Wooden Tie. Im Chemical Bath, im Creosote. Und Wood Slab. Gut. Wie viel brauche ich? Beziehungsweise, wie viel kriege ich? 3 Stück, einen. Das reicht bei weitem nicht aus. Also brauchen mindestens 8. Naja, aber wie gesagt, ne, das ist normal, dass das, was man sich vornimmt, nicht klappt. Aber da braucht der Drake auch gar nicht dran lang rum überlegen, warum es nicht klappt. Weil da hat er die kleine Nase, hat mal wieder vergessen, die Kohle nachzufüllen. Ja. So, jetzt haben wir einen Stack. Ich hoffe, dass die Zahl einfach nur stehen geblieben ist. So, noch 21 Minuten, was das Ding braucht. So, wir haben jetzt schon mal 3. Das heißt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall nochmal genügend Oak Slabs. Gummi. Oh, haben wir noch 20, glaube ich, mitnehmen. So, das heißt, wir haben jetzt das. Und ein 4er Assembler. Okay, ich brauche noch Rough, ich brauche noch einen Detektor. Oh Gott, ich brauche noch eine Minecart. Nee, das werden wir nicht mehr alles in dieser Folge packen. Denn die Zeit ist schon wieder durchgelaufen. Das ist ja der Wahnsinn, wie schnell das die Zeit vergeht. Ja, dann kann ich nur noch sagen, wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonstiges habt, dann schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr die Folge für gut befunden habt. Lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Und ja, dann heißt es nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.